Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf Kribirsk. So, wir haben gestern aufgehört, oh, es gewittert ganz schön hier. Wir haben hier gestern aufgehört mit dem Bau der Brücke. Das heißt, wir müssen jetzt noch die Brücke bauen und ich habe noch eine Überraschung für euch. Denn ich hatte gestern noch Lust, ein bisschen ja, off-camera zu spielen. Ihr seht es hier jetzt noch nicht. Jetzt werdet ihr es sehen, denn jetzt sieht man die Map. Und zwar zeige ich es euch, ich habe sie einmal komplett platt gemacht. Ich habe alle Bäume gefällt und so weiter und so fort. Und ihr seht, ich habe ein paar Cliffs hingemacht, die so eine Markierung sein sollten. Dazu erfahrt ihr später mehr. Das heißt, wir werden auch beim Nux-Laden ein bisschen was abändern. Und ich habe noch ein Geschenk vom Himmel geschossen. Und das wollte ich mit euch zusammen auspacken. Okay, es ist nur Lehm. Alles klar. Hier liegen noch die Geschenke, die wir... ja, für meine zukünftigen Bewohner, die wir heute jetzt einladen werden. Denen werden wir die in Zukunft schenken. So, das sind die Cliffs, die jetzt noch stehen. Hier hinten kommt das hier weg, denn ich werde wahrscheinlich hier zwar das Haus schon hier hinstellen, aber wir werden das hier verbinden. Oh, hier liegt noch was. Und das hier sind meine Markierungen, denn das soll quasi der Hafen werden. Ich habe mal bei jemandem so kurz gesehen, die so schmelzende Eisplatten darstellen und auch ziemlich gut aussieht. Ich habe nachgeschaut und habe diejenige auch gefunden. Allerdings hat sie geschrieben, sie hat die Codes zwar selbst erstellt, aber die Insel neu gestartet und vergessen, die Codes hochzuladen. Das heißt, ich kann sie nicht benutzen, das heißt, ich muss meine eigenen malen, denn ich würde hier gerne quasi ja schmelzende Eisplatten und Schiffe hinmachen. Hier mussten wir jetzt kurz hochklettern, da habe ich gestern nicht mehr ja, weiter abgebaut vom Plateau her, meine ich, weil ich kein Obst hatte und ich faul war. Und das machen wir quasi jetzt kurz zusammen. Wir essen einmal kurz hier. Und dann werden wir das hier kurz los. Zack. Wegmachen können wir es später. Immerhin ist es jetzt aufgeräumt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal und schauen, was wir für die Brücke brauchen. Gut, ich habe die Sachen jetzt mal aus dem Lager geholt und wir stellen jetzt zuallererst einmal hier diesen Holztischspiegel. Ich hasse dieses Wort. Das stellen wir jetzt mal her. Und dann brauchen wir 4 von den Pfahlsets hier. Genau. 2. Gut. Und 3. Und die 4. Perfekt. So. Jetzt sollten wir eigentlich die Brücke herstellen können, denn ich muss die Brücke bauen, dass wir dann die Häuser setzen können. Und ich habe quasi einen Spot übrig gelassen. Da werden wir sie im Nachhinein wahrscheinlich einfach nur... ersetzen, dass wir sie quasi einmal wegmachen und dann eine andere hin, weil ich hätte gerne eine andere Art von Brücke. Aber ich habe jetzt hier quasi diesen Spot gelassen. Okay, das heißt, ich muss hier einmal erweitern. Dann können wir hinten auch gleich das Plateau wegnehmen, wenn wir schon im Baumodus sind. Aber okay, so. Hier muss ich einmal wohl mehr Wasser hinpacken, dass wir hier die Brücke hinmachen können. So, okay. Und dann kümmern wir uns heute um die Häuser und ich würde vorschlagen, in der nächsten Folge können wir uns schon so ein bisschen um das Layout von der Insel kümmern. Dann können wir ein bisschen Cliffs bauen und ich würde gerne so ein bisschen die Layouts festlegen. Ich hätte eine Idee wahrscheinlich, wie wir das Museum dekorieren
oder einbauen können. Müssen wir mal schauen. Auf alle Fälle werde ich mir ein paar Pinterest-Bilder anschauen müssen, wie andere Leute Schiffe gebaut haben. Denn ich brauche ja für mein Polarmeer ein paar Schiffe. Aber da muss ich wahrscheinlich zuerst die Design-Codes machen. Und das kann ein wenig dauern, denn das kann, oder habe ich einen Ballon gesehen? Den holen wir uns doch gleich. Da fliegt er. Ich habe den blauen Ballon ganz genau gesehen. Hier ist er schon. Holen wir uns. Sehr gut. Was ist drinnen? Nochmal Eisenerz. Okay, das kann man immer gebrauchen. Und wir bekommen sogar Meilen dafür. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann gehen wir zu Tom und ich hole mir kurz die drei. Obwohl, nee. Wir gehen jetzt erstmal aus dem Baumodus raus. Und wir ändern mal noch das Aussehen. Können wir eigentlich auch gleich den Umgestaltungskurs bei machen? Denn ich würde gerne mein Outfit ändern. Aber mit dem Kleiderschrank. Aber wir können ja jetzt erstmal zumindest die Haare ändern. Und schauen wir mal, was für Haare wir hier haben. Ja, ich würde gerne was ändern. Ich hätte gerne irgendwas mit Zöpfen. Also entweder das hier oder... Nee, das ist mir zu... Obwohl, das könnte cool sein. Nee, ich glaube, wir nehmen erstmal die zwei Zöpfchen. Ich glaube, das macht sich ganz süß unter der Mütze. Ja, gut, dann packen wir den Rest mal weg. Und die Kleidung ändern wir dann, wenn wir den Kleiderschrank gebastelt haben. Oder habe ich einen Kleiderschrank bekommen beim... Schauen wir mal kurz, kann es sein, dass wir einen bekommen haben? Nee, es sieht mir jetzt nicht nach Kleiderschrank aus. Nö, okay. Dann gehen wir und holen die Plots. So, ich habe ein paar Sachen noch bestellt und hier haben wir die Häuser-Kits. Also, jetzt schauen wir mal, ob das hier so hinpasst, wie ich mir das vorstelle. Ja, hier hätte ich gerne eins hin. Sehr gut. Ach ja, er ruft uns ja jetzt die ganze Zeit an, ne? Das vergesse ich immer. Gut. Dann kommt da vorne der Aufgang hin. Da wir hochgehen können. Hinten wollte ich den Weg zum... Hinten wollte ich den Weg zum Hafen oder zum Dock machen. Hier kommt der Aufgang hin. Das heißt, ich würde gerne ein Haus hier hinpacken. Hier glaube ich, ist ganz gut. Und dann muss ich jetzt ein bisschen überlegen, wo wir das andere hinmachen. Aber ich könnte mir das hier auch gut vorstellen. Wenn wir jetzt kurz hier mal überlegen. Hier haben wir eins. Also bis hier ungefähr geht der Aufgang. Dann kann man hier den Weg so rum machen. Und dass irgendwie hier so das Haus steht. Geht es hier so hin? Okay, noch eins weiter nach vorne, damit wir da mehr Platz haben. Hier ungefähr. Ja, da machen wir es hin. Und dann schreibe ich mal kurz zusammen, was wir hier alles für Sachen brauchen. Und dann basteln wir die Sachen eben. Und dann befüllen wir das gleich gemeinsam. Oh nein, ich würde sagen, vorher gucken wir noch kurz zu Nepp und Schlepp. Vielleicht haben die ja was, was ich brauchen kann. Ich will zwar jetzt nicht unbedingt was kaufen, weil ich ja nicht will, dass er wächst, der Laden. Aber einmal mal kurz vorbeischauen, ist ja jetzt nicht verkehrt, ne? Okay. So, dann fangen wir doch mal hier an. Und packen hier mal die Sachen für drinnen rein. Holzstuhl, Holzbett und Keramikkrug.
Danke. Das heißt, wir haben hier dann einmal den Baumstamm-Liegestuhl. Den schieben wir jetzt einfach kurz mal so hin. Und den Baumstamm-Hocker, glaube ich, oder? Jawohl. Und dann packen wir hier drüben die Wasserpumpe hin. So. Hier haben wir was abzugeben. Für drinnen, ja. Da sollte ich auch alle drei Sachen haben. Sehr gut. Und dann haben wir einmal das Strohbett. Und das Fass. Und die Schaukel stellen wir jetzt einfach kurz hier hin. So. Und dann haben wir noch Haus Nummer 2. Haben wir für drinnen einmal diese Sachen. Und dann stellen wir hier noch die anderen Sachen hin. Ah, den Tisch. Und den Stuhl. Und dann haben wir noch das Vogelhaus. Das stellen wir jetzt einfach hier hin. Zack. Okay. Dann haben wir die schon mal fertig. Und dann würde ich sagen, gucken wir kurz zu Tom. Vorher hole ich noch eben meine Sachen hier aus. Von einem Lagerschrank. Etwas rausholen. Und zwar nehmen wir das hier mit und das hier mit und die Sachen. Genau, den Rest lassen wir jetzt erstmal da drin. Und dann gucken wir kurz zu Tom. So. Hey, Tom Tom! Ja, ich habe alles fertig. Perfekt. Okay, wir überlassen alles dir und dann würde ich sagen, gehen wir einfach und überlegen uns, wie wir am besten so ein wenig die Insel gestalten. Nachher gibt uns jetzt so einen Zaun, den können wir auch auf den Boden schmeißen. Ich würde nämlich gern schon mal so ein bisschen Terraform mit euch machen. Nehmen wir ein paar Docks, die ich ein wenig gestalten möchte und so. Jetzt gucken wir mal. Okay. Gut. Dann starten wir einmal den hier. Und dann überlegen wir uns gleich hier hinten. Also, das hier sollen quasi die Docks werden, wo wir dann auch Schiffe hinpacken. Und das hier werden quasi so diese Stege, die nach vorne kommen. Wisst ihr, was ich meine? Ah, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Okay. Das packen wir nach hier. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal den ersten Steg. Und dann muss ich mir natürlich überlegen, wie am besten das funktioniert. Es soll irgendwie nicht eine Mauer werden, wisst ihr, wie ich meine? Sondern, ja, ich weiß selber nicht, was genau ich will, aber ich habe gedacht, wir könnten so ein bisschen anfangen, darüber nachzudenken, was genau oder ungefähr, wo was hinkommt. Ich hätte gern auch eben ein bisschen mit dem Wasser. Hier ist noch ein Steg, genau, hier fangen wir quasi an. Das heißt, wir verbinden hier einmal das hier. Hier werden wir kurz einmal den Geldding ausgraben müssen. Und ich höre einen Ballon.
Da hinten, den holen wir uns doch. Komm mit. So, her damit. Was haben wir denn drin? Nochmal Geld. Okay. Ja, Geld nehmen wir. Okay. Hier quasi einmal das so verbinden. Und was ich mir auch gut vorstellen kann, das können wir jetzt gleich schauen, wenn wir hier, wie viel Platz ist hier im Strand? Nicht so viel, ne? Okay, dann lassen wir das vielleicht so. Und wir lassen hier, machen wir zu und dann kommt, oh, das wollte ich nicht. Dann kommt hier der erste Steg. Den füllen wir auch gleich noch aus, aber jetzt wollte ich kurz hier überlegen, wie wir das hier am besten machen. Dass wir das hier verbinden. Sollen wir vielleicht einfach schon, dass es hier, warum rutscht sie denn immer ein Feld weiter? Dass es hier quasi ein Feld, dass man hier nach hinten laufen kann und man schon hier nach unten kommt. Aber dass wir hier schon irgendwie auch genug Platz haben, um hier irgendwas hinzudekorieren vielleicht. Dass wir hier bis wo geht denn? Okay, also hier. Dass wir dann hier so rüber gehen. So bis hier. Machen wir uns jetzt hier mal so eine Markierung. Okay, ich glaube, das ist nochmal ein Steg. Genau. So, und dann hatte ich, glaube ich, hier markiert, dass wir hier so eine Art Gebäude hinmachen. Genau, und dass wir dann vielleicht irgendwie hier wieder nach unten gehen und vor dieses Gebäude vielleicht irgendwie so einen Frachthafen oder sowas machen. Versteht ihr, was ich meine? So hinter Eugens Zelt irgendwie. Und dann hier vielleicht einen Aufgang mit hinmachen. Dass man hier den Aufgang hinmacht. Den markieren wir jetzt eben. Also hier quasi sollte ein Aufgang hin, dann ist ja wieder ein Feld Platz. Ich glaube, man muss immer ein Feld Platz lassen zwischen den Gebäuden und so. Und dann können wir hier irgendwie so einen Frachthafen oder so machen. Das, glaube ich, ist ganz cool. So irgendwie. Okay, dann gucken wir kurz. Bis hier soll das Gebäude gehen. Das heißt, hier wird zugemacht. So irgendwie. Und dann hier wieder zurückgehen. So hoch. Und dann haben wir hier wieder Docks. Ja, dass wir das hier so machen. Und hier hinten könnten wir vielleicht noch mal nach oben gehen quasi, dass wir hier nach vorne noch mal gehen, irgendwie so. Und dann könnten wir hier oben vielleicht auch noch irgendwie so ein Markt oder sowas hinmachen.
dass hier so ein Markt ist und hier könnte man ja noch mal einen Aufgang hochgehen lassen. Nehmen wir mal so zwei. Und hier machen wir quasi einen Aufgang hoch. Das glaube ich könnte ganz cool werden. Und dann gehen wir hier nach hinten. Machen wir das hier auch noch mal voll. So irgendwie. Okay, dann würde ich jetzt quasi all das, was wir markiert haben, noch mal mit Plateau ausfüllen. Und dann kümmern wir uns mal ein wenig um das Wasserscaping, denn ich würde gerne auch mit Wasser arbeiten, bevor ich den neuen Path irgendwie versuche zu malen. Aber dazu brauchen wir eh wieder neue Designplätze. Okay, ich glaube, wir haben jetzt hier überall die Markierungen für den Aufgang oder hinten sehe ich einen kleinen Ballon. Wir haben hier alle Sachen. Habe ich noch das Kit? Ja, das haben wir noch hier. Das könnten wir gleich an irgendeinem Dock platzieren, damit wir hoch und runter rennen können und ich nicht ständig irgendwo hinlaufen muss. Das machen wir jetzt kurz. Wo ist denn hier ungefähr die Mitte? Okay. Wir platzieren das hier. Dann können wir hier hoch und runter laufen und dann öffnen wir die ganzen drei Ballons, die ich währenddessen abgeschossen habe. Milch- und Zuckerset und ein Lätzchen-Shirt. Okay, gut. So. Und jetzt würde ich sagen, schau mal, wo ich das Museum stehen habe. Das ist hier, okay. Ich würde gerne vor dem Museum ein bisschen Platz lassen. Und soweit ich weiß, braucht die Brücke irgendwie vier Felder, oder? Und dann machen wir eins, zwei, drei, vier. So irgendwie, oder? So, mal kurz hier. Hier. Und hier. So irgendwie. Ja, Hauptsache ich mache das wieder weg. Wird das hier kurz ausloten. Oh, mein Controller glitscht wiederum. Okay, und hier können wir dann, gucken wir mal, wie weit geht das? Irgendwie so. Und hier vielleicht noch eine Brücke irgendwie dann mit hinzumachen. Und hier lassen wir das dann 3, 4, 5. Dann habe ich hier quasi. Obwohl, das hier können wir lassen. Jetzt warte mal, dass wir hier irgendwie.
Wir testen das jetzt. Ich würde hier gern quasi, weil dann sieht es aus, als würde hier noch eine Eisscholle sein. Wenn wir dann im Schnee sind, ist das ja alles weiß. Und dann kann ich mir super gut vorstellen, dass das hier ganz cool aussehen könnte. Wenn wir hier einmal das hier so machen, dann können wir da dann noch eine Brücke drüber ziehen. So irgendwie. Hier kommt dann die Brücke hin. Hier lassen wir auch noch mal so eine Eisscholle irgendwie. Geht das so schief? Nee. Jetzt müsste es schief gehen, oder? So. Und hier machen wir das Gleiche. Kann ich das hier auch schief machen? So, glaube ich, sieht es ganz cool aus. Und dann mache ich hier einmal voll mit Wasser. Dann haben wir hier zwei Brücken. Und sollen wir hier vielleicht noch eine Eisscholle oder so irgendwo schwimmen lassen? Wie viel Platz ist hier denn? Guck mal, gleich gucken. Okay, das war mein Telefon. Aber ich habe jetzt quasi hier, ich zeige es euch, einmal das Wasser hier fertig gemacht. Hier ist eine Markierung für eine Brücke. Und hier drüben soll dann nochmal eine Brücke hinkommen. Und ich habe am Eingang ein bisschen Wasser verteilt. Und zwar hier, hier über mein Zeug drüber laufen. Hier kommt man rein. Und hier habe ich dann nochmal ein bisschen Wasser hingemacht. Und jetzt wollte ich noch schauen, ob wir eventuell hier drüben, wenn man jetzt die Karte aufmacht, hier links unten auf der Map, ob wir da ein bisschen was mit Wasser machen können. Und zwar hätte ich gern vielleicht, mal schauen, hier geht die Brücke lang, dass wir vielleicht hier so eine Art kleines Becken irgendwie machen. Ich will nur schauen, dass wir hier nicht zu nah hinkommen. So vielleicht. Wie viel Platz ist hier unten noch? Da ist noch Platz. Genau. Irgendwie so. Gerade überlegen, wie wir das am besten machen. Nee, irgendwie. Ich muss andersrum denken. Ich denke irgendwie so ein bisschen falsch, glaube ich. Und zwar, jetzt mal kurz gucken. Hier ist die Brücke. Dass wir hier oben vielleicht irgendwie. Hier ist ein Aufgang, dass wir hier vielleicht, jetzt überlegen wir hier mal kurz, hier vielleicht noch so ein Dock runter machen. Mal einfach mal probieren, wie das vielleicht ganz cool aussehen könnte. Hier vielleicht so ein Dock mit hinmachen. Das glaube ich wäre ganz cool. Wenn wir es so machen. Dann machen wir hier kurz zu. So. Ah, nee, das wollte ich nicht. Irgendwie so. So, dann haben wir hier Wasser, 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 Wasser. Und schauen wir mal, wir haben hier einen Dock. Wollen wir von dem Dock dann hier weiter ein bisschen Platz lassen?
So, und hier jetzt vielleicht nochmal einen Dock wegmachen. Hier lang. Genau, und da kann man eine Brücke, glaube ich, braucht 4 Plätze, oder? Dass wir hier eine Brücke wegmachen. Müssen wir hier kurz zumachen. Ah, manchmal tue ich mich echt ein bisschen schwer, habe ich so das Gefühl. So, wie weit sind wir jetzt hier drüben? Okay, hier ist schon noch ein bisschen Platz. So. Okay. Eins können wir noch. Und dann hier zurückgehen. So. Und hier haben wir jetzt eine Brücke. Und die Brücke wird 1, 2, 3, 4 und 5. Und dann kann man hier ja theoretisch. Für die Brücke hier den Platz zum Drauflaufen. So irgendwie. Wie jetzt hier. Tatsächlich noch eins kürzer machen. Dann haben wir hier und so. Und dann hier vielleicht nochmal. Ups. Also ich markiere mir jetzt kurz, dass wir hier eine Brücke hinmachen. So. Hier kommt eine Brücke hin. Quasi 1, 2, 3, 4, 5. Wir müssen schauen, ob das reicht. Oder ob ich hier dann noch die Brücke quasi nach hier. Und dann vielleicht eine Brücke von hier. 3 und 4. Müssen wir wieder Wasser. Und zwar 1, 2, 3. 4 nach hier. So irgendwie. Dann haben wir hier auch eine Brücke. Wieso schütte ich denn immer alles zu? So. Und dann ist hier Land und hier ist Wasser. So. Und das verbinden wir jetzt quasi mit dem da oben. So. Hier lasse ich mal offen. So, ich fülle das Ganze jetzt mal mit Wasser, damit ihr seht, was ich meine. Und dann zeige ich euch, wie das dann aussehen soll. So, ich habe hier nochmal was geändert. Ich habe hier wieder Land hingemacht, denn ich habe hier noch zwei so kleine Docks hingebaut. So, das heißt, wir haben hier dieses Dock. Hier geht es dann nach oben irgendwie. Hier kommt eine Brücke hin, die uns dann nach hier bringt. Also hier kommt auch noch eine Brücke hin und die müssen wir dann ersetzen. Und ja, ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Kann man das so lassen? Ich
denke, damit, dass so die grobe Planung ist, noch unser Haus versetzen. Das müssen wir auch noch irgendwo hinpacken. Aber ich denke, so sieht das Ganze doch eigentlich ganz, ganz gut aus, oder? Was meint ihr? Ich denke, dass man so ganz gut, ja, bauen kann. Und wenn wir immer noch mehr Bewohner haben wollen, weil wir Platz für sie haben, können wir sie ja immer noch dazu packen, würde ich behaupten. Und ja, ich kann euch jetzt noch die ersten Codes zeigen, die ich schon mal rausgesucht habe. Wir haben ja noch Able Sisters nicht, das heißt, ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich werde jetzt wahrscheinlich off-Kamera mein Haus fertig ausbauen und werde schon mal in den Schnee spulen, dass wir das hier alles schon mal dann fertig haben. Und ja, ich würde sagen, hier haben wir jetzt 11.000 Meilen. Damit können wir dann auch gut auf Bewohnersuche gehen, falls wir noch müssen. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet Spaß, so ein bisschen bei der Ideefindung dabei zu sein. Es ist hier so nichts in Stein gemeißelt. Wir können alles nochmal abändern und umbauen, wenn wir wollen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss!